Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von The Binding of Isaac. Ich würde mal sagen, wir starten jetzt auch direkt. Select. Der Kumpel, der mir das Spiel empfohlen hat, der hat mir jetzt gesagt, in jeder Ebene gibt es eine goldene Tür. Und er hat sich aufgeregt, dass ich die nie gesucht habe, also. Ich wusste es auch nicht vorher, aber jetzt weiß ich es ja. Okay, jetzt kommen wieder diese Viecher. Und wir haben auch direkt die goldene Tür gefunden. So. Ja, ich brauche sowieso kein Leben. Eine Spritze. The Virus. Okay. Gehen wir mal direkt weiter. Ich habe hier Wikipedia neben mir liegen. Alle Items. Und ich werde mal gucken, was diese Spritze kann. Boah, gibt's hier viele Items, ey. Hier haben wir es ja. Okay, es ladet. Itemtyp, passives Item, Aufnahmetext, Poison Touch, Auflade. Ja, okay. Eine Spritze mit roter Flüssigkeit, ich sehe es. Effekt Eisel vergiftet jeden Gegner, den er berührt, wodurch diese hohen Schaden nehmen. Ah, okay. Jetzt können wir ja weitermachen. Gehen wir mal oben lang. Auch da ist direkt ein Endgegner. Ja, ich glaube, da gehen wir auch direkt rein. Ja, ich... Ach, geil. So, gehen wir weiter. Isaac versus the Duke of Lies. Jetzt kommt wieder dieses behinderte Viech, was ich so dermaßen hasse, Alter. Vielleicht sollte ich das Ding mal berühren, aber dann verliere ich ein scheiße Leben. Ah, Junge! Oh, wie diese Fliegen mir auf die Eier gehen, Alter. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Scheiße, ich kratze jetzt schon ab, ey. Oh, Mann! Replay, wie ich dieses Viech hasse, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ey. Auch jetzt wieder diese Spinnen. Boom. Boom. What the fuck? Scheiß Feuer. Dann gehen wir jetzt nach rechts. Oh. Gott, was ist das jetzt für ein Spiel? Oh, TNT explodiert doch. Ja, danke. Explodiert dann, wenn die Viecher nicht da sind. Ja, natürlich, ne? Oh, wieder anderthalb Leben verloren wegen dieser Scheiße, ey. Gut, dass wir wenigstens jetzt ein Leben bekommen haben. Dann gehen wir jetzt in den rechten Raum. Oh, jetzt kommen wieder... Oh, weißt du, ey, das kotzt mir jetzt wirklich an, ey. Ja, komm raus, stell dich wie ein... Wirklich? Hallo. Ja, komm. Schlüssel, eine Bombe, boom, weg. Öffnen, was da drin? Ein Herz, dankeschön. Und noch eine Bombe. Und jetzt gehen wir in die goldene Tür da oben rein. Boom. Remote Denator. Okay, das suchen wir mal. Auf meiner Wikipedia-Liste. White Rage, ach hier, aktivierbare, ja, da müssen wir drauf gehen. Sonder Space, wie heißt das Ding nochmal, irgendwas mit R. Die Bibel, lol. Ich finde das Item hier irgendwie nicht. Ich schätze mal, dass es irgendwas mit einer Explosion zu tun hat, da der Boom drauf steht. Also werden wir mal gleich gucken, was das Ding kann. Ja, das gibt's doch gar nicht. Immer dieses beschissene Vieh, ey, weißt du? Hä? What the fuck? Hä?
Und was kann ich jetzt damit machen? Ich soll einfach nur sterben gehen, ey. Komm her. Überall diese beschissenen Fliegen, ey. Oh. Pisst euch doch. Nee, diesmal werde ich nicht abkratzen. Ganz bestimmt nicht. Diesmal werde ich kämpfen und siegen. Nein. Ja, komm. Warte, ich habe 8 Bomben? Oh, was ist denn? Ey. Nur wenn man einmal auf der Tastatur verrutscht, ey, dann. Ah, oh, Mann. Richtiger Bullshit ist das. Oh. Ey, diese Fliegen, die gehen mir sowas von auf die Eier, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Scheiß auch sieht da besonders aus. Was der wohl kann. Was ist das für eine weiße Fliege? Ja, komm. Ich krieg immer ein Leben, wenn ich es nicht brauche, ganz ehrlich. Nee, ey, das kotzt mich jetzt aber richtig an. Stirb einfach, geh einfach sterben. Geh einfach sterben. Braver Junge. Ja, das wird mir ja nichts bringen, wenn ich das jetzt mit einer Bombe wegspringe. Dann bekomme ich wieder eine Bombe. Wow. Das ist Sad Onion. Ich guck mir mal an, was es kann. Man schießt wahrscheinlich 2, ne? Nein? Oder schießt man einfach nur schneller? Hier, passive Items. The set onion. Da ist es ja. Oder man schießt schneller. Ja. Effekt. Ja, erhöht die Tränenrate um 0,75. Ja. Hätte ich mir auch denken können, ne? Dann gehen wir mal weiter. Scheiß auf den kaputt schießen. Wird es ein halbes Herz drin, ne? Pink Eye, okay. Ah, ich werde jetzt nicht wieder nachgucken. Das dauert dann immer so lange, ey. Weil es ja taut. Nee. Ja, sehe ich bald nicht mehr ein. Früher habe ich viel bessere Gegner bekommen, statt dieses beschissene Viech. Weißt du? Nee. Geh einfach sterben, geh einfach sterben, geh einfach sterben. Stirb einfach. Wow, hier sind manchmal solche grünen Dinger dabei. Wow, ich mach ja mehr Schaden. Ah. Nee. Verpiss dich, Richtig Argo, wenn ich dieses Viech sehe. Argo. Nein. Er schießt doch. Ach so. Hey, mein Fehler. Stirb! Mistviech, ey. Und jetzt diese. Klein Womus, ey. Y-Code-Hänger. Wow. Okay. Okay. The Basement 2. Hey, diesmal will ich aber weiterkommen. Ich sag dir, wir werden das so lange Let's Playen, bis wir es durch haben. Ist mir egal, wie lange es dauert. So lange, bis wir es durch haben. Echt jetzt. Okay, dankeschön. Schissenes Viech, ey. Jetzt werden wir den goldenen Raum suchen, weil mein Kumpel mich dann wieder, weil er wieder beleidigt ist. Egal, ob ich auf dem Weg dahin sterben werde. Schissene Alter.
Leck mich! Schissen Viecher, ey. Weiter geht's. Oh Gott! So, die Dinger sind auch tot. Gehen wir jetzt weiter. Oh, das ist ja nicht der goldene Raum. Oh nee. Oh Mann! Verpisst euch doch einfach! Mann, ey. Diese Spinnen regen am meisten auf. Ja, jetzt braucht man einen Schlüssel dafür. Ja. Nee, ey. Ey, da sehe ich nicht mehr ein. Jetzt gehen wir zum Endboss. Isaac vs. Pin. Ja, den will ich haben. Aber ich habe noch ein Leben, deswegen. Ich gucke, ob meine altbewährte Taktik hilft. Ja, es klappt. Diese Pink Eye-Fähigkeit, die ist hier immer richtig geil, ey. Alter, das Ding ist schon tot. Squeezy, okay. So, Basement 3. Ah, The Caves heißt das jetzt. Ah, nein. Da ist ja gar kein Klopapier mehr. Eine Runde Mitleid. Oh. Ey, so weit war ich ja noch nie. YOLO. Oh, das dauert bestimmt lange, das alles hochzuladen. Wirklich? Oh, das wird jetzt bestimmt richtig schwer, ey. Cool, danke, zwei Bomben. Hey, wirklich? Ach stimmt, der hat mir. Ah. Oh Gott! Das ist scheiße schwer, ey. Oh nee, ey. Ich nenne die Dinger Wurmi. Wurmis. Wow! Holy shit! Wieso kommen auf einmal so viele, ey? Oh, die stehen wieder auf! Oh. Wirklich? Wie soll man das schaffen? Halbes Leben, nee, ey. Ich gehe da nie wieder in so einen Raum rein. Oh, ich hoffe, wir bekommen gleich Leben. Halbes Leben, gut. Kommt man immer ein Item, wenn man die Viecher erledigt oder wie? Wenn ja, brauche ich das jetzt immer. Nee, nicht immer. Oh, ich könnte Leben gebrauchen. Kannst schon wieder diese Dollarpuppe. Und jetzt? Was kriegt man dafür? Nichts oder was? Scheiße. Die Puppe ist voll gemein. Holy shit. Ich kratze jetzt ab, bin ich mir relativ sicher. Ja, ich wusste es. Ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Ciao.